Heute geht es hier um Abfallrecht und hier um das Gefährlichkeitskriterium HP14 ökotoxisch. Und das ist derzeit einer der Aufreger in der Abfallwirtschaft, weil es hier um die Grenze zwischen nicht gefährlichen und gefährlichen Abfällen und insofern auch um relativ viel Geld geht. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und das Abfallrecht kennt traditionell eine Zweiteilung in nicht gefährliche Abfälle einerseits und gefährliche Abfälle andererseits. Und es liegt in der Natur der Sache, dass es für gefährliche Abfälle dann eben auch strengere gesetzliche Anforderungen gibt. Und genau diese Grenze wird jetzt verschoben mit einer Verordnung der Europäischen Union, die mit 5.7.2018 dann auch in Österreich gilt, werden mehr Abfälle von nicht gefährlich zu gefährlich. Es geht hier um dieses Gefährlichkeitskriterium HP14 ökotoxisch, das eben neu gefasst wurde und hier eben zu einer gewissen Grenzverschiebung führt. Und das bedeutet, dass wir jetzt mal national unser Abfallverzeichnis anpassen müssen. Die Diskussionen laufen derzeit auf einer sehr fachlichen Ebene, wo wir Juristen nicht allzu viel mitzureden haben und die sind eigentlich ganz gut unterwegs. Was uns interessiert, ist eher die Frage, welche rechtlichen Konsequenzen an all das knüpfen. Insbesondere wenn es um Anlagengenehmigungen geht. Das UVP-Gesetz genauso wie das IPPC-Recht differenzieren, ob eine Anlage gefährliche oder nicht gefährliche Abfälle behandelt. Und bei den gefährlichen Abfällen bin ich natürlich dann schneller UVP-pflichtig und schneller eine IPPC-Anlage. Wir haben uns das ein bisschen näher angesehen und kommen zu folgenden Schlussfolgerungen. Nur weil sich diese Grenze zwischen gefährlich und nicht gefährlich verschoben hat, rutscht eine Anlage, die jetzt schon über bestehende Genehmigungen verfügt, nicht einfach in das UVP-Regime. Es ist keine nachträgliche UVP durchzuführen. Es kann aber passieren, dass eine Anlage in das IPPC-Regime hineingleitet mit allen Konsequenzen, Boden- und Grundwasserzustandsbericht, Anpassung an beste verfügbare Techniken und so weiter und so fort. Die entscheidendste Frage aus unserer Sicht ist aber die Frage, ob eine Anlagengenehmigung möglicherweise eingeschränkt wird, weil ich habe ja nur eine Genehmigung für nicht gefährliche Abfälle und plötzlich gelten aber einige dieser Abfälle als gefährlich. Und da gibt es tatsächlich eine Entscheidung des Umweltsenats, die vor einigen Jahren ergangen ist und die sagt, naja, wenn die Anlagengenehmigung dezidiert für nicht gefährliche Abfälle erteilt wurde, dann geht man dieser Abfälle, die jetzt gefährlich geworden sind, verlustig. Was bedeutet das alles? Welche Konsequenzen leiten wir dafür jetzt ab? Das eine ist, wir müssen das Abfallverzeichnis schleunigst anpassen. Ich bin der Meinung, da sind wir auf einem guten Weg. Aber wir müssen diesen Prozess auch rechtlich flankieren. Wir brauchen definitiv eine gesetzliche Übergangsbestimmung, die sicherstellt, dass unsere Anlagenbetreiber in Österreich durch diese EU-Änderung nicht plötzlich eine Einschränkung ihrer Anlagengenehmigung bekommen.